Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Ready for Thailand. Wir sind jetzt knapp einen Monat in Thailand und haben uns überwiegend in Phitsanulok aufgehalten. Ja, und jetzt war es mal an der Zeit, ein bisschen am Meer zu relaxen. Wir haben uns dann auf in die Provinz Chonburi gemacht, beziehungsweise nach Pattaya, und haben da eine Fähre auf die kleine Insel Koh Lan genommen und sind jetzt in dem Resort Xanadu angekommen. Das liegt an einem kleinen, ruhigen Strandabschnitt. Samea Beach nennt sich dieser Strandabschnitt. Und es ist einer der wenigen, oder wenn nicht sogar das einzigste Hotel, was direkt am Strand gelegen ist. Die meisten Gäste hier auf der Insel sind eigentlich Tagesgäste, die von Pattaya für einen Tagesausflug hier hinkommen, sich ein Motorbike an den Piers mieten und dann hier die Insel erkunden. Von daher ist das hier recht ruhig. Wir haben hier 4 Übernachtungen mit Frühstück, haben etwa umgerechnet 189 Euro bezahlt und ja, sind in einem dieser Zimmer hinter mir. Wir haben einen Balkon in der oberen Etage mit Blick in diesen Garten, wo ich gerade stehe, und teilweise auch Blick aufs Meer. Also die Anlage ist ganz schön, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, die Zimmer sind aber sauber und mit 30 Quadratmeter recht groß. Was so ein bisschen negativ auffällt, ist, dass der Strand doch nicht ganz so sauber gehalten ist. Aber ich glaube, das liegt auch weniger am Hotel, sondern allgemein ist leider immer viel mehr Plastikmüll im Meer drin, was auch angeschwemmt wird. Ich habe selbst so ein paar Sachen rausgefischt schon und immer wieder in die Mülltonne gebracht. Aber es ist fast unmöglich, hier wirklich alles aufzusammeln. Es wird viel angetrieben. Aber ansonsten, wie gesagt, für die 4 Tage ist das hier wirklich sehr schön. Das Essen hier im Hotelrestaurant ist auch sehr gut. Es gibt auch ein paar Restaurants nebenan, die haben wir aber nicht in Anspruch genommen. Wir haben mal Streetfood gegessen an der Garküche, die auch hier vorbeikommt, und von einem Eiswagen. Aber wie gesagt, auch das Essen hier war sehr gut, das Frühstück war okay. Ja, man könnte ein bisschen mehr aus der Anlage machen. Das werdet ihr gleich auch auf den Bildern sehen. Ich werde auch mal die Drohne fliegen lassen, damit man so ein bisschen Überblick hier von dem Resort und von dem Strandabschnitt hat. Ja, schaut es euch einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Lobby, Rezeption, ein kleiner Aufenthaltsraum mit einem kleinen Ping-Pong-Tisch. Hier in dem Bereich steht abends eine kleine Garküche, wo man sich Streetfood kaufen kann. Hier in dem Bereich kann man Motorräder mieten, Angelausrüstung, Schnorchelausrüstung. Ja, und hier in dem Bereich geht es dann zum Strand, zu dem Bootsanleger oder Steg, wo man angeln kann. Hier ist der Frühstücksbereich oder Restaurantbereich. Ja, hier kann man sich Getränke, Cocktails und kleine Snacks ordern. Und hier gibt es noch so einen speziellen Bereich oder einen extra Bereich für auch Frühstück, Restaurant mit Sitzgelegenheiten und Blick direkt aufs Meer. Ja, und hier geht es zu dem Strand mit dem Steg, der als Bootsanleger genutzt wird oder auch für Angler. Ja, und hier sieht man dann den Strandabschnitt.
links ist der Privatstrand vom Hotel mit ein paar Liegestühlen und Sonnenschirmen. Ja, der Strand ist wirklich schön. Thank you.
Ja, für uns heißt es heute Abschied nehmen. Für uns geht es zurück nach Bangkok und dann nach Phitsanulok. Ja, wie gesagt, uns haben die 4 Tage hier sehr gut gefallen.
Das Meer war wunderschön. Wir hatten gutes Wetter, wirklich Glück gehabt. Es sah am Anfang nicht ganz so gut aus, aber wir haben hier wirklich trockenes Wetter gehabt, viel Sonne. Ich hoffe, euch haben die kleinen Einblicke und das Video gefallen. Bewertet es bitte positiv, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns wieder. Rock on!